Herzlich willkommen zusammen zu unserem Aktienupdate am Wochenende. Ich möchte heute mit der Amazon-Aktie starten. Wie sieht es bei der Amazon-Aktie aus? Wir haben hier einen relativ schönen Aufwärtstrend, der sich hier ausgebildet hat. Hier starker Anstieg, hier in diesem Trendkanal bis jetzt identifiziert. Dann haben wir hier auch lehrbuchmäßig den Rücksetzer nach der Fibonacci-Analyse. Das heißt, wir haben hier die Fibonacci vom letzten Tief aufs Hoch angelegt und sehen dann hier die Kerze endet hier direkt bei den 116 US-Dollar auf dem 50%-Niveau von der Fibonacci-Analyse. Und von daher, von dort aus hätte es nach unten gehen können. Allerdings ist es hier schön am Kanal abgeprallt und nach oben gegangen. Und wir haben diese Woche hier diese wunderschöne Kerze erhalten, die den Aufwärtstrend fortsetzt. Warum schauen wir uns nichtsdestotrotz Amazon an? Die KI hat uns hier ein Verkaufslevel gegeben, ein Verkaufssignal bei 137 US-Dollar. Wir machen ja auch immer die KI-gestützte Analyse hier. Das wäre in der Vergangenheit nicht schlecht gewesen, hier zu verkaufen. Man sieht das hier. Hier haben wir eine schöne Signalebene auch, an der das weitergeht. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns einmal zurück, ja, wenn wir uns das hier jetzt anschauen, dann sieht man hier ganz gut, dass der Aufwärtstrend doch sehr gut intakt ist. Man könnte jetzt hier bei 137 US-Dollar die ersten Gewinne mitnehmen, wenn man das möchte. Ansonsten denke ich auch, von der Fibonacci-Analyse erhalten wir hier ein Ziel von 154 US-Dollar, um den Aufwärtstrend weiterzuführen. Würde das auch Sinn machen, dass wir hier die 154 US-Dollar sehen. Von daher, von da erwarte ich dann, dass es erst wieder einen Rücksetzer gibt. Das liegt einfach daran, der RSI ist schon relativ am oberen Ende angekommen. Das heißt, wir sind schon relativ überkauft oder sehr in dem Bereich des Überkaufs. Und das sieht man hier auch recht schön, immer wenn man hier überkauft war, dann hat hier die Korrektur langsam eingesetzt. Von daher würde ich das jetzt laufen lassen, mir die nächsten Wochen anschauen und dann hoffen, dass man hier noch die, oder darauf warten, dass man hier die 154 US-Dollar sieht. Ansonsten kann man natürlich hier jetzt auch gemäß der KI die Gewinne mitnehmen. Als nächstes kommt die Apple-Aktie. Die Apple-Aktie sieht man hier recht schön. Man hat hier die Widerstände oder die Unterstützungen. Von dieser Unterstützung haben wir hier einen relativ oder einen sehr schönen Anstieg von 124 US-Dollar auf 198 US-Dollar. Wenn wir jetzt, die KI hat uns hier ein Signal gegeben zum Verkauf bei 173 US-Dollar. Die haben wir diese Woche erhalten, starten von 168, 5 US-Dollar hoch auf 173 und hätten hier einen Verkauf. Nichtsdestotrotz, wir haben diese Hürde mittlerweile genommen. Man könnte jetzt hier von einem Aufwärtstrend ausgehen, der muss sich noch bestätigen, weil wir hier aus einer Seitwärtsphase kommen. Und wenn wir jetzt hier von einem Aufwärtstrend ausgehen und das Fibonacci-Analyse durchführen, dann sehen wir hier auch eigentlich einen Rücksetzer auf die 38,20er-Linie, beziehungsweise ein bisschen darunter, so ganz passt nicht. Das nichtsdestotrotz, wenn wir sagen, das ist hier das Tief, dann würden wir hier ein Ziel von 211 US-Dollar als nächstes haben. Das muss man jetzt sehen. Es kann natürlich auch sein, dass diese Kerze in den nächsten Wochen nach unten korrigiert und wir hier nochmal runterfallen auf die 161 US-Dollar oder sogar noch niedriger. Hier vor allem die 61,8%, wenn ich hier eine Hürde bei 150. Das würde hier auch in der Vergangenheit sehr gut passen, dass man hier immer wieder Signale hatte. Das kann vorkommen, weil diese Kerze hier nach oben könnte natürlich auch hier in der Korrektur verschwinden. Im Sinne, dass es hier nach unten weiterläuft. Das heißt, bei Apple müssen wir jetzt abwarten, wie es in den nächsten Wochen weitergeht. Dann kommen wir auch schon zur 3M-Aktie.
Die 3M-Aktie schon seit längerem in einem sehr starken Abwärtstrend. Man ist hier von hoch sehr weit runtergekommen. Man hat dann hier auch diesen Abwärtstrend, der sehr stark ausgeprägt ist. Wir hatten zuletzt am 25.10. von der KI schon ein Verkaufssignal hier bei 89 US-Dollar. Da sieht man, das wäre jetzt nicht der beste Zeitpunkt gewesen, da es noch einmal etwas nach oben geht. Das ist aber eine natürliche Korrektur des Abwärtstrendes. Man sieht das auch hier. Hier, als es nach unten geht, hat man hier den Rücksetzer gehabt, laut Fibonacci auch hier auf das 50%-Niveau und hatten dann hier ein neues Ziel bekommen von 89 US-Dollar. Das ist jetzt auch, wo die KI Verkaufslimit gesetzt hat oder verkauft hätte. Und hier sind wir auch in etwa angekommen. Das heißt, wir haben jetzt zum einen ein neues Verkaufsniveau bekommen, at 1 Dollar höher, hat also nochmal hier das Verkaufssignal bestätigt diese Woche am 1.11. die KI. Und das zweite ist, wenn man hier jetzt Fibonacci ansetzt, dann würden wir hier jetzt auf einen Rücksetzer warten. Das heißt, wir sind jetzt hier oben beim 38,2 Niveau bei 96 US-Dollar in etwa, beziehungsweise hier 596. Also der Rücksetzer könnte jetzt noch weitergehen bis zum oberen Trendkanal. Das wäre dann in etwa hier bei 102 US-Dollar wäre das. Aber der Abwärtstrend ist auf jeden Fall intakt. Man kann jetzt hier, also den Verkauf muss man jetzt nicht unbedingt durchführen. Man könnte jetzt auch hier warten, bis man hier ankommt. 102 US-Dollar. Hier dann kurzfristig Gewinne mitnehmen. Und dann würde ich sagen, geht es aber dennoch weiter nach unten. Bis jetzt gibt es hier kein Signal, dass es besser wird. Auch hier hätten wir dann erstmal die Hürde bei 110 US-Dollar. Von daher würde ich jetzt einmal hier das vielleicht noch einzeichnen als Pfad. Wir kommen von hier, gehen nach hier, könnten dann hier hochgehen auf 102 US-Dollar und es würde dann weiter nach unten gehen. Das muss man dann aber letztendlich sehen, wie weit man dann wirklich nach unten geht. Das kann man dann, wenn, falls wir hier wirklich hier die Umkehr sehen, dass der Abwärtstrend sich fortsetzt, wieder mittels Fibonacci analysieren. Wenn wir hier den relativen Strength Index anschauen, sehen wir, wir haben viel Luft nach oben. Wir sind eher im unterverkauften Bereich. Allerdings über die letzten Wochen hinweg sind wir hier auch nie über 55 gekommen. Das heißt, es könnte schon sein, dass wir hier die 102 US-Dollar sehen. Dann haben wir hier die Google-Aktie oder Alphabet-Aktie. Die Google-Aktie, wo kommen wir hier her? Wir kommen aus einem schönen Aufwärtstrend, der hat sich hier ausgebildet, hier nach oben. Wir hatten dann hier auch einmal die Fibonacci-Analyse in der Vergangenheit, hatten hier einen Rücksetzer auf das 38,2%-Niveau. Und von daher hat sich dann auch gemäß der Fibonacci-Analyse der Aufwärtstrend vorgesetzt. Wir haben hier das Hoch abgeholt bei 140 US-Dollar, genauso wie von Fibonacci vorhergesagt. Und wir haben jetzt am 1.11. Hier ein Verkaufslimit erhalten. Wir haben hier diese schöne Kerze erhalten. Das Verkaufslimit wäre hier auch direkt seitens KI bei 127 erhalten. Das ist auch eine Widerstandszone hier bei 130 US-Dollar, 127 US-Dollar, die jetzt allerdings als Unterstützung agiert. Wenn wir hier unser Fibonacci hinlegen, dann sehen wir hier auch schön, wenn wir hier diesen Lauf mitnehmen, dass hier der Rücksetzer perfekt auf das Fibonacci-Signal abgestimmt war auf 121. Und das heißt, der Aufwärtstrend ist voll intakt. Wenn wir jetzt ausgehen davon, dass das letzte Tief war, ich würde zwar sagen, hier, wir gehen nicht davon aus, dass es auf 115 US-Dollar zurückfällt, dann können wir hier von einem neuen Ziel ausgehen, das hier können wir ignorieren, weil hier der Aufwärtstrend nicht intakt wäre, von 148 US-Dollar.
wäre jetzt hier unser neues Ziel. Das heißt, das Verkaufssignal würde ich jetzt hier an diesem Punkt ignorieren und dann aber warten, bis die 148 abgeholt werden. Wir befinden uns hier schon relativ am oberen Bereich. Das heißt, ich erwarte dann auch hier wieder ein Abholen der 140-Linie und dann einen Rücksetzer. Das können wir hier auch noch einmal schön einzeichnen. Wenn wir uns den Trend hier anschauen, dann hier den Rücksetzer, dann hier auf die 148 hoch und dann wahrscheinlich wieder ein Rücksetzer hier irgendwo in diese Region. Das könnte dann auch hier zur Unterstützung runtergehen. Das müsste man dann wieder abwarten, wie es hier weitergeht. Wenn wir uns die Microsoft-Aktie als nächstes anschauen, haben wir hier erstmal oder hatten einen sehr schönen Trendkanal, dass es dann hier in eine Seitwärtsphase, kurze Seitwärtsphase übergegangen, hier der Rücksetzer. Wir hatten hier in der Vergangenheit am 25.10. einmal den Verkauf empfohlen seitens KI. Der war nicht unbedingt schlecht, weil wir hier einen sehr stark überkauften Bereich schon sind. Auch in der Vergangenheit sehen wir hier waren immer die Hochs. Das heißt, man wäre durchaus realistisch gewesen, hier Gewinne zu realisieren. Was haben wir jetzt neu bekommen am 1.11.? Wir haben hier nochmal ein Verkaufssignal bekommen, das etwas höher liegt. Das sehen wir jetzt hier, 346. Wir befinden uns auch sehr stark im überverkauften Bereich. Um den Aufwärtstrend jetzt hier fortzusetzen, müsste man hier über die 366 US-Dollar kommen. Hier haben wir auch einen sehr starken Widerstand. Das heißt, es könnte jetzt hier in einer Seitwärtsphase enden, die hier zwischen dem Bereich 310 und 360 irgendwo liegt. Oder es könnte eben auch ein neues All-Time-High ausgelöst werden. Falls wirklich hier die Widerstandslinie genommen wird, dann wäre das Verkaufssignal natürlich nicht gültig. Das heißt, man kann hier dem Verkaufssignal folgen, wenn man nicht von der Seitwärtsphase ausgeht. Oder man bleibt investiert und lässt abzuwarten, ob man hier den Widerstand mitnimmt. Ich würde vielleicht eher dahin zu tendieren, die Gewinne erstmal mitzunehmen, da ich hier auch mit der Widerstandslinie eher von der Seitwärtsphase ausgehe. Kann aber auch anders kommen, also in den nächsten Wochen zeigen. Wir haben hier auch eine sehr schöne grüne Kerze, die nach oben geht. Dann haben wir auch ein Update bezüglich der Nike-Aktie. Bei der Nike-Aktie hatten wir hier zuletzt einen sehr starken Abwärtstrend bis hier auf die Unterstützung runter. Wir hatten dann hier in den letzten Wochen eine etwas stabilere Phase. Hier sieht man auch, das niedrige Hoch ist hier nicht erreicht worden. Das heißt, der Abwärtstrend hier hat sich nicht durchgesetzt. Auch hier wurde der Trend unterschlossen. Wir haben jetzt momentan hier keine Trendausbildung. Wir hatten hier einen Abwärtstrend, der sich jetzt aber so auch dann nicht bestätigt hat. Hier auch wurde eine Widerstandslinie genommen. Und wir hatten hier ein Buy-Signal seitens der KI bei 103 US-Dollar. Hier sieht man auch, wir kommen aus einem sehr stark überverkauften Bereich. Das heißt, wir haben ja auch deutlich Potenzial nach oben. Und der nächste Widerstand befindet sich auch erst bei 128 US-Dollar. Das heißt, wir haben hier auch ein sehr schönes Aufwärtspotenzial von 24%. Genau. Hier Fibonacci-mäßig, wenn wir anlegen und sagen, wir glauben an den Abwärtstrend, dann könnte es hier von diesem Hoch auch noch etwas höher gehen. Das würde auch sehr gut passen, hier kurzfristig der Abwärtstrend, weil wir ja hier auch den starken Widerstand haben.
dass wir dann gegebenenfalls hier bei 113 nochmal korrigieren und sich der Abwärtstrend nach unten durchsetzt, dann könnten wir auch den Bereich 81 sehen. Was haben wir jetzt letzte Woche bekommen als neues Signal? Wir hätten hier tatsächlich ein Verkaufssignal am 1.11. bekommen seitens KI bei 100 US-Dollar. Das heißt, man ist hier, hätte man eingekauft und hätte dann hier den Stopp schon wieder gezogen. Das hätte sich jetzt in dieser Situation als falsch herausgestellt, weil nachdem die Katze etwas nach unten ging auf 97 US-Dollar, auch wieder ein sehr starker Anstieg daraus hervorgegangen ist. Hier, das heißt, was halte ich jetzt für realistisch, auch da wir hier den Widerstand genommen haben, dass wir hier auf die 61,8% Linie kommen. Warum? Weil auch hier in der Vergangenheit hatten wir hier sehr schöne Signale immer, wo sich der geändert die der das, das Chart gewendet hat. Wir würden dann auch hier einen relativen Strength Index auf einen höheren Bereich kommen. Und wenn wir dann sagen, der Abwärtstrend ist weiterhin intakt, könnte es sein, dass wir hier von 113 US-Dollar weiter nach unten gehen. Das wird dann wahrscheinlich hier in dem Bereich 80, 81 US-Dollar landen, weil wir hier wieder eine Unterstützung haben, und wir hier schon bei 88 US-Dollar waren. Nichtsdestotrotz haben wir natürlich auch hier die Unterstützung drin liegen. Ich würde ja aber jetzt sagen, bis 113 US-Dollar kann man jetzt auf jeden Fall einmal abwarten, wenn man investiert ist, und hier gegebenenfalls Gewinne mitnehmen. Als nächstes gab es auch ein Signal seitens KI bei der EPA Properties Aktie, einer meiner Dividendenlieblinge, um ehrlich zu sein. Daher haben wir jetzt keinen starken Anstieg. Die Signale sind auch etwas schwierig zu deuten, da sich die Hochs und die Tiefs nicht so sehr herauskristallisieren. Nichtsdestotrotz hatten wir hier die Ausbildung eines Aufwärtstrends. Der wurde dann aber hier auch ausgestoppt, da man hier zurückgefallen ist auf die Unterstützung. Jetzt könnte sich ein Aufwärtstrend hier wieder aufbilden, oder wir sehen es hier schon mit einem Hoch und einem Tief, das höher ist als das letzte Tief, sogar deutlich höher. Wir hatten hier auch am 25.10. seitens KI ein Einkaufssignal bei den 40 US-Dollar. Wenn wir hier diese Welle mitnehmen, dann sehen wir auch, dass das hier schön, sehr schön bei der 81,8% Linie 39 US-Dollar quasi gestoppt ist und von daher sich der Aufwärtstrend fortgesetzt hat. Wir haben jetzt hier seitens KI ein neues Signal bekommen bei 43 US-Dollar zum Verkaufen am 1.11. Das resultiert daher, dass wir hier auch einen damals noch Widerstand haben, der jetzt allerdings darin überboten haben, diese Woche mit einer sehr starken grünen Kerze als Unterstützung agiert. Und wir sehen auch in der Vergangenheit gab es hier sehr viele Chartwenden. Nichtsdestotrotz, da der Aufwärtstrend intakt ist, sehe ich hier jetzt als nächstes Ziel die 48 US-Dollar. Das würde ja auch der Fibonacci-Analyse zugute kommen. Und man könnte dann hier von einem sich ausbauenden Aufwärtstrend ausgehen. Der würde dann so aussehen, man würde hier, was wir jetzt schon gesehen haben, wir würden hier das Ziel bei 48 US-Dollar aussehen, abholen. Es könnte auch auf 53 hochgehen. Allerdings gehe ich jetzt erstmal von 48 aus. Das würde reichen, um ein neues höheres Hoch auszubilden. Und auch weil es eine Dividendenaktie ist, die jetzt nicht so kursstark ist. Und dann könnte man hier einen Rücksetzer auf den Widerstand sehen, wo wir jetzt auch das Verkaufssignal bekommen haben. Von daher würde ich dann aber auch wieder von einem höheren Hoch ausgehen, sodass der Aufwärtstrend sich dann doch fortsetzt. Von daher würde ich investiert bleiben. Wenn man jetzt erst einsteigt, haben wir noch gute 2 Dollar Luft nach oben. Dann haben wir auch das Ziel bei 48 Dollar gesehen und würde dann erst wieder vom Rücksetzer ausgehen. Dann kommen wir auch zur Main Street Capital.
Ebenfalls eine Dividendenaktie, die allerdings ein bisschen anderen Kursverlauf haben wie EPA Properties. Bei Main Street Capital sehen wir hier eine Seitwärtsphase, die sich hier auch langsam zuspitzt. Das ist auch normal für solche Dividendenaktien, dass die jetzt nicht nach oben direkt ausbrechen. Wir sehen hier sehr schön in der Vergangenheit, die Seitwärtsphase ist hier immer am Widerstand gebrochen. Wir hatten dann am 25.10. auch ein Kaufsignal seitens KI bei 38 US-Dollar. Das sieht man auch hier, hat sich schon auch immer was bereit getan in dem Bereich. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass sich diese Seitwärtsphase weiterhin so zuspitzt, dann hätten wir hier auch noch Potenzial. Am 1.11. haben wir dann auch nochmal die Bestätigung kommen, weiterhin aufwärts oder ein Kaufsignal bei 39 US-Dollar hätte die KI auch hier nochmal zugeschlagen. Dieses Signal ist dann sogar noch etwas näher hier an den Kerzenspitzen, an den Dochten dran. Das heißt, wir könnten uns hier noch jetzt einkaufen und würden dann wahrscheinlich in etwa so den Bereich 42 US-Dollar landen, bevor es dann wieder nach unten zurückfällt, außer es würde natürlich hier den Ausbruch nach oben gehen, dem ich jetzt aber erstmal nicht rechne, auch weil wir hier auch überhaupt keinen Trend sich ausbildet. Dann Medical Properties Trust, sicherlich einer der schlechtesten Aktien, wie sie zuletzt gelaufen ist. Hier sehen wir auch einen sehr massiven Abwärtstrend, kommen von 20 US-Dollar. Mittlerweile nur noch 5 US-Dollar, also 45% verloren, bereits seit Anfang Januar 22 ist das hier. Auch hier der Abwärtstrend sehr stark intakt. Das sehen wir hier jetzt auch. Hier zum Beispiel schön abgeholt, also hier die Abwärtsphase, dann hier den Rücksetzer auf die 50% Linie und dann geht es von dort aus weiter nach unten wiederum abgebildet von hier. Wir haben jetzt hier auch nochmal die Bestätigung kommen von der KI ein Verkauf bei 4,66 $. Das hat sich jetzt hier als falsch herausgestellt, weil es jetzt doch wieder nach oben etwas korrigiert hat. Wir befinden uns hier auch erst auch sehr im überverkauften Bereich. Das heißt, hier könnte kurzfristig ein Einstieg Sinn machen. Nichtsdestotrotz ist der Abwärtstrend sehr stark intakt. Man könnte jetzt hier den Rücksetzer nach oben mitnehmen. Wenn wir jetzt hier Fibonacci anlegen, dann würde ich vielleicht sagen, es könnte jetzt bis auf 7 Dollar nochmal hochgehen. Vielleicht aber auch hier sehr stark, sehr eng beieinander. Es könnte auch noch mit etwas höher gehen, bis auf die 50% Linie, das wären dann 7,50. Ja, das würde auch demnach passen, weil wir hier sehr starke Bewegungen hatten. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass der Abwärtstrend sich dann nach unten weiterhin fortsetzt. Das hätte man hier jetzt wahrscheinlich auch schon sehr schön gesehen. Wenn man hier nochmal auf die Extension eingehen und hier aufs Hoch zurück, dann hätten wir hier ja, im ersten sogar nur ein Ziel hier gehabt. Wir wären dann schon fast auf die 1% Linie oder 100% Linie gefallen bei der Extension 380. Jetzt sind wir bei 444. Ja, doch schon sehr, sehr, sehr überverkauft und muss dann auch abwarten, bis wohin es geht, weil man hier, wie man hier auch sieht, sehr stark im überverkauften Bereich ist. Das heißt, es könnte jetzt auch passieren, dass wir hier langsam mal in eine Seitwärtsphase übergehen oder sich ein Boden ausbildet. Das muss man jetzt aber auch erst sehen. Für die nächsten Wochen rechne ich dennoch dafür, dass wir hier nochmal auf 7 Dollar vielleicht zurückkommen, um hier den Trend zu bestätigen anschließend. NextEra Energies haben wir diese Woche auch ein Signal bekommen. Man sieht es hier auch recht sehr schön. Abwärtstrend hier, sehr starker Abverkauf, auch sehr stark im überverkauften Bereich. Die KI hätte
Hier letzte Woche wäre sie bereits eingestiegen am 25.10. Bei 56 US-Dollar. Wäre bis jetzt auch richtig gewesen. Wir haben bis jetzt 3 US-Dollar gut gemacht. Auch den Abwärtstrend folgend. Könnte das jetzt, wenn man sagt, der Abwärtstrend, der sich hier ausgebildet hat, ist weiter intakt, wieder weiter nach unten gehen, weil wir hier schon bei einer 61,8% Linie waren. Und hier hätten wir am 1.11. auch das Verkaufssignal gesehen, bei 48 US-Dollar. Das heißt, es könnte jetzt passieren, dass wir, falls das das Hoch gewesen sein sollte, das muss jetzt nächste Woche bestätigt werden, dass wir dann von hier weiter nach unten abfallen. Wenn das jetzt bestätigt wird nächste Woche, dann können wir hier auch das neue Preisziel ermitteln, das dann hier irgendwo in diesem Bereich liegen wird. Ansonsten kann der Trend hier auch auf die 78er Linie gehen und der Abwärtstrend wäre immer noch intakt. Eine Trendwende würden wir erst sehen, wenn wir hier über die 69 kommen. Hier haben wir aber noch den starken Widerstand von 68 US-Dollar dazwischen, weshalb ich jetzt davon erstmal nicht ausgehe. Palantir, eine Aktie, die sehr, sehr gut gelaufen ist in letzter Zeit. Man sieht, sie auch sehr im überkauften Bereich ist, dennoch aber hier weitergeht. Wir hatten hier einen Aufwärtstrend erstmal ausgebildet, der sich jetzt bestätigen muss mit einem höheren Hoch. Das heißt mindestens die 20 US-Dollar. Hier sieht man sehr schön, Fibonacci hätte auch hier recht gehabt. Man wäre hier auf die 14 US-Dollar zurückgefallen, auf die 50% Fibonacci-Niveau. Man hätte von daher, man sieht hier so eine etwas Seitwärtsphase, aber doch mit Tendenzen nach oben. Um den Trend jetzt zu bestätigen, müssen wir hier über 20 US-Dollar mindestens kommen. Die KI wäre am 26. eingestiegen bei 15 US-Dollar und hätte von hier auch ein sehr gutes Plus gemacht. Wir sind jetzt knapp bei 19 US-Dollar. Am 2.11. hätten wir hier auch ein Verkaufssignal bekommen, das heißt ein Gewinn Mitnahme seitens KI bei 18 US-Dollar. Das hätte sich jetzt nicht bestätigt. Der Abwärtstrend wäre dann auch hinüber gewesen. Nichtsdestotrotz, hier sieht man immer wieder, auch in der Vergangenheit, wäre das ein gutes Signal gewesen. Hier hätte der recht bekommen, der nicht verkauft hätte. Wenn wir jetzt hier davon ausgehen, dass wir hier tatsächlich das Tief gesehen haben und sich hier der Aufwärtstrend bestätigt, über 20 US-Dollar, dann wäre das nächste Ziel hier bei 21 US-Dollar, wo wir dann aber jedoch wieder sehr im überkauften Bereich wären. Nichtsdestotrotz könnte das sein, weil sich der Aufwärtstrend bestätigt. Wie gesagt, den haben wir bis jetzt noch nicht bestätigt. Und dann würden wir hier ankommen, bevor wir dann wieder korrigieren. Zuletzt haben wir dann noch BlackRock, eine Dauerläuferaktie. Wo kommen wir bei BlackRock her? Wir haben hier einen Abwärtstrend zuletzt ausgebildet, hier vom Widerstand ausgehend, der auch in der Vergangenheit sehr oft gehalten hat, haben dann zuletzt hier die Unterstützung auch gerissen im Sinne nach unten. Das hat sich aber nur kurz angehalten, über 4 Wochen. Danach sehen wir hier den Befreiungsschlag und haben hier mittlerweile diese Unterstützung wieder etabliert bei 640 Dollar. Das heißt, von den Widerständen alleine hätten wir jetzt hier Potenzial auf 773 US-Dollar. Nichtsdestotrotz, der Abwärtstrend wäre hier die Linie bis 750 US-Dollar. Nichtsdestotrotz ein sehr gutes Potenzial, auch jetzt noch von 660 US-Dollar. Können es noch knapp 100 US-Dollar nach oben gehen. Wir hatten hier auch am 1.11. seitens KI
ein Kaufsignal diese Woche. Das heißt, die KI wäre hier bereits bei 616 US-Dollar eingestiegen und würde jetzt hier das nach oben mitnehmen. Wenn wir uns Fibonacci anschauen und hier weiterhin von einem Abwärtstrend ausgehen, dann würden wir hier die 38er Linie, würden wir jetzt direkt nach unten gehen. Allerdings bei der 61er würden wir mindestens auf 700 US-Dollar hochgehen. Das heißt, wir würden einen Gewinn von ca. 50 US-Dollar verbuchen, wenn wir jetzt noch einsteigen, bevor es dann eben wieder abwärts geht. Das muss man mit sich dann in den nächsten Wochen zeigen. Von daher sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Diese Woche gab es sehr viele Signale seitens KI. Das ist ja immer unser Trigger. Wir schauen uns an, dass die KI uns ein Signal gibt und schauen dann, inwieweit das realistisch ist oder ob wir jetzt zu einem anderen Signal kommen würden. Ich hoffe, es war etwas von euch dabei. Ich hoffe, ich konnte auch etwas Klarheit schaffen. In den letzten Wochen ging es ja doch recht drunter und drüber. Und ich würde mich über ein Like freuen. Ich freue mich dann auch wieder auf das nächste Update nächste Woche. Und von daher wünsche ich euch eine gute Woche, 1-2 gute Investments. Und ihr bekommt dann das nächste Update nächste Woche. Danke euch. Bis dahin. Ciao.